So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go, beziehungsweise es ist wieder Zeit für Raid am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst und am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Heute, 18 Uhr, ist auch wieder die nächste Raid-Stunde. Das heißt für uns, wir spielen die Raid Mania. Ihr könnt Raid Mania Punkte verdienen. Regirock ist in der Raid Mania. Ich brauche XL für mein 100%. Ich freue mich auf eure Einladungen. Das wird bestimmt wieder spannend. Ab 20 Uhr möchte ich nochmal bei Pokémon Leuchtende Perle den Shiny Giratina Hunt weitermachen. Auch wenn heute endlich, haltet euch fest, das Pokémon Legenden Arceus Spiel kam. Das dann aber morgen ab 18 Uhr werden wir das erste Mal zocken. Und 22 Uhr Wrestling, 0 Uhr Spaziergang, es ist alles wieder durchgeplant. Ich muss noch ein Samyang-Video aufnehmen und ich möchte euch nicht weiter aufhalten. Wir starten jetzt direkt mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei Kulidita, gestern Krypto-Shiny-Kindwurm, heute das Bärchen bekommen hier, Shiny-Teddy-Ursa als Krypto-Variante und viele fragen immer, erlösen, nicht erlösen? Warum sollte man das erlösen? Wenn ihr es erlöst, dann habt ihr theoretisch ein ganz normales Shiny Teddy Ursa, was ihr einfach immer überall bekommen könnt. Und das hat eine stinkende Duftwolke um sich rum, das ist doch viel besser. Auch dieser Hintergrund, diese Farbspielereien würde ich niemals erlösen. Hier seht ihr nochmal das Kindwurm dazu, auch interessant, beides ist nämlich grün. Dann Henry Niki einfach mal aus Langeweile mit Jenny im Raid gemacht, wurde eingeladen, Raid gemacht, 100% Vampyro bekommen. Dann Simply Camora, unnötig, aber nice to have, 100% Minun. Henry Niki hat ein 100% Nidoking erlöst, ja. Kann man machen, ansonsten machst du da mit den Krypto-Zeugs wahrscheinlich eh nicht so wirklich was. Fernraid Go AMK, 100% Iguana. Sprechen wir nicht drüber. Weiter geht's. Shiny Shadrago mitgenommen. Henry Niki. Ich habe es endlich bekommen. Shiny Regieis. Kejoga. Shiny Magnetilo. Daniel bedankt sich für die Einladung zum Raid. Shiny Regieis auch hier bekommen. Auch Henry Niki nochmal danke für die Einladung zum Raid. Ramon und Sandra. Dann Kejoga. Shiny Unratütox. Aluhut. Shiny Slimer mit Senfbart. Shiny Pantimimi. Shiny Regieis. Eiskorpions, was Schönes vom Rocket-Event mitgenommen. Würde ein 100er werden? Würdet ihr das erlösen? Ja, nein. Ich glaube, so als Krypto macht man eh nichts. Er hat es eh erlöst, sieht man hier. Schmerzfrei erlöst sogar. Da er noch ein 15, 15, 13 auf der Tasche hat. Und das ist eh besser, weil das hier, das hat er nur 13 Angriff. Und da ist sowas, also ein 15, 15, 13 Krypto natürlich besser. Und kann sich trotzdem ein 100er machen. Und selbst das andere könnte man erlösen, braucht man jetzt aber nicht mehr. Jetzt hat er ja schon das 100er, aber Krypto Nocturne machst du eigentlich nichts mehr, da ist eigentlich egal. Außen Teddy Ursa bei Matze ein Shiny Ditto bekommen. Julian Eisenstein, oh mein Gott, ihr wisst ja, die dicksten Bauern mit den dümmsten Kartoffeln, versteht ihr? Na, andersrum hier, 100% Voltoball. Dieser neue Hisui Voltoball. Jetzt hat er schon wieder in der Gegend rumgespooft, der kleine Lurich. Das sehe ich jetzt erst, deswegen schiebt man das schnell weiter. Haben hier Bluffing als Glücksfreund mit mir. 1-2-3-Kid mit einem Shiny Voltoball, der dachte, dass der garantiert ist aus der Forschung, weil mehrere in seinem Umfeld aus der Forschung direkt ein Shiny bekommen haben. War aber nicht so. War auch bei Psyau nicht so. Haben auch einige gedacht aus dieser Forschung, wo du den einmalig bekommst. Toxic hier auch bedankt sich. Kloster Fesra, also wieder Raid aus der WhatsApp-Gruppe. Regieis 100% mitgenommen. Dann bin ich mit Burkhard zu Glücksfreunden aufgestiegen. Heigo hat sich einen Psyau gegönnt. Heigo gönnt sich noch ein Läufeo und entwickelt das. Ist das Weibliche mit dieser Sturmfrisur. Bier-Benny mit einem Ninja-Kamau, sieht man auch hier auf der Karte, die sitzen da einfach so rum. Dann bin ich mit Moonlord Glücksfreund geworden. Das war theoretisch noch alles vor dem Event, ja, die schnüffelt mich gerade an. Dann Dabi hier, Shiny Skorkler mitgenommen, Shiny Unratütox, Selal, der hat wieder ganz viel rausgehauen, 100% Seemobs, Shiny Vivien, 100% Magnetilo, Pokémon-Kämpfe im Anime und im Game, Knüppel auf den Kopf, fertig, ich glaube das... dieses Bild habe ich auch schon mal dabei gehabt. Fand ich jetzt aber wieder cool.
Deswegen habe ich es einfach nochmal mit reingenommen. Shiny Schwalbini, 100er Voltoball, 100er Dratini in Glücks, 100er Unratütox in Glücks. Hier, richtig, aus Selm, Nordrhein-Westfalen, da ist er, der 100er Voltoball. In der Hisui-Form, viel mehr wert auf jeden Fall. Selal noch Shiny Quapsel, dann zeigt uns der Vince McMahon Pokémon Legenden Arceus. Okay. Pokémon Legends Kyurem, oh mein Gott, und dann. Ja, wer weiß, was da noch alles kommt, wenn die jetzt da zu jedem legendären Pokémon ein extra Spiel machen. Hä? Stellt euch das mal vor. Selal hier, Shiny Habitat noch mitgenommen. Sarina gestern mitgemacht bei Raids für Zuschauer. Mit Psyau, wo ich auch mitgemacht habe. Nach 26 Raids habe ich mein erstes Shiny bekommen. Nach 55 Raids habe ich mein zweites Shiny bekommen. 6 Stunden gestreamt, euch eingeladen, Spaß gehabt. Fand ich auf jeden Fall gestern richtig cool. Bedankt sich hier auch nochmal. Vielen Dank nochmals für das Shiny. Raids für das Vieh waren eigentlich nie geplant, aber du und dein kompetenter Co-Hoster können immer so überzeugend sein und einen überreden. Dann hat sie ja auch noch ein Shiny Teddy Ursa in Krypto bekommen und ein Kindwurm. Dann haben wir hier noch ein Lucky Magnetzone in 100%. Auch richtig fette Sache, genauso wie hier das Aero Kacksprühl. Auch Lucky 100% mitgenommen. 100% Garnovil. Das ist auf jeden Fall auch eine feine Sache. Das müsste schon der Schocker der Woche sein. Guckt euch das an. Pandimos Shiny noch, Unratütox Shiny. Dann Marco FedEx Shiny Click. Gibt es bestimmt auch irgendwann mal einen C-Day, könnte ich drauf wetten. Dann Marco FedEx nochmal mit dem Shiny Slimer. Marco FedEx auch mit dem Hisui Voltoball. Ihr seht also, das ist kein Schocker, weil den gibt es schon mehrmals dann. Schon das dritte Mal, dass er jetzt hier drin ist. Kein Schocker. Marco FedEx nochmal 100%. Psyau. Shenaya, erlöstes Hornliu. Shenaya. Erlöstes Nocturne. Oder normales Nocturne. Sind das Seifenblasen oder sind das Erlöszeichen? Ich tippe mal auf erlöstes Nocturne. 100. Shiny Regirock mitgenommen. Bin ich mal gespannt, ob es da heute Abend in der Raidmania auch 1, 2 gibt. Ne? Aber mir geht es nur um die Bonbons. Shinies habe ich eigentlich schon genug. Markus hier, ein guter Start in den Tag. Auch 100% Voltoball, aber normal. Nun der vierte 100% Carvador, auch bei Markus. Deswegen heißt er auch gleich einfach 400%. Lisa hat auch etliches geschickt hier. 100% Glücksglumanda. Sehr cool, aus dem Tausch. Aus einer Quest 100% WhatsApp. 100% aus der Quest Voldoball. 100er Krypto Teddy Ursa. Das ist ein Ding, sowas würde Schocker der Woche sein. Wenn wir nicht noch andere 100% Kryptos in dieser Sendung gehabt hätten. Und so ist das ja nichts Einmaliges, aber trotzdem richtig fett. 100er Kryptos immer feine Sache. Wer das erlöst, da festet ja am Kopf. Der sagt, ach, ich erlöse es einfach, dann hat es bessere Attacken. Habt ihr auch schon ein 100% Krypto-Pokémon? Schreibt es mal in die Kommentare. Dann die Shinies aus der letzten Woche so. Seht ihr auch das Shiny Ursaring-Krypto dabei. Dann halt einiges, was man halt so... Ja, da steht auch die IV dran, die sind gar nicht mal so schlecht. Nasknet sticht hervor durch seine goldene Farbe. Guckt euch das an. Und die rote Säufernase. Dann noch 100% Bisasam. Dann ist alles hier Wildfang gewesen, 100er Slimer, 100er Magnetilo, 100er Toxipad, alles aus München, was geht ab? Mensch, da hätten wir auch mal mit einer Brezen zusammen essen können und eine Weißwurst fräsen. Dann Alexander Ahringer für Raid am Mittwoch, mein erstes Shiny Shadrago, endlich inklusive Raid-Anzahl, nämlich nach 98 Gesehenen hat er dann sein Shiny bekommen. Dann hat er auch einen Daniel Schilling gefunden, irgendwo in der Arena. Gelb? Sage mir, ich setze mich daneben, ich schwöre. Für Raider Mittwoch Daniel Schilling gefunden. Dann der Flexmann schickt uns ein Bild von einem Stolos, was hier wohl ein Shiny Seemops frisst oder einfach halt als Bauch hat. Als hat sich das einfach als Schwimmreifen umgesetzt. Dann mag niemals 100% Milzer. Das müsste eigentlich der Schocker der Woche sein, oder? Gibt es irgendjemanden, der ein 100% Milzer hat? Außer Marc niemals. Da vielleicht auch ein Z-Day-Pokémon irgendwann mal, aber bis jetzt mega selten, bis jetzt keine Ahnung hin und her. Selbst die Spoofer haben da keinen 100er, also da eins zu bekommen ist auf jeden Fall eine fette, feine Sache. Ah, der Katzer wieder.
Maximilian Hesse hier, 100% Streboli, auch richtig genial. Auch würde ich sofort auf Level 50 ziehen, wenn ich die Bomben umsetze. Ich habe keinen 100er, ich habe kein gar nichts. Ich habe, oh mein Gott, Praktibal kriegt vielleicht aber auch doch mal einen C-Day, könnte man jetzt denken. Ne? Dann hier Elke Kaiser, 100% Bisasam. Shiny Voldoball, Shiny Slimer, 100er Voldoball, Shiny Unra Tütox, Shiny Charmian, Shiny Mauzi, Shiny Leuveo. Benjamin Engel, wieder mal ein Duo-Raid gegen Aero-Kacksprühl, also gegen Mega-Aero-Kacksprühl, den im Duo gemacht, 9 Sekunden Restzeit. Lennart sieht ein wildes Tangolist und lässt es fliehen. Das fand ich auch gut. Und weil er so krass ist, kriegt er auch aus einem Raid genau 3 Items. Richtig brutal. Andere werden dazu geschüttet mit 10 goldenen Himbeeren, 50 Sonderbonbons, 30 Tränken und so weiter. 3 Items beim Raider halt. Was war denn das für ein Raid? 0 Sterne Raid oder was? Außerdem hat er noch ein wildes Brutalanda gefunden mit 3200. Das ist auf jeden Fall richtig krass, ja. Heigo hier noch mit dem 100er Iguana. Marcel Kutschmann. Der Marcel K. 100% Krypto Kanimani, auch richtig brutal. 100er Krypto ist immer brutal, aber ihr seht, wir hatten heute schon eins in der Sendung. Deswegen ist es nicht der Schocker der Woche. K-Joker, 100er bei der Firma, noch ein Carbador mitgenommen. Shenaya aus dem Heute-Tab, ein Shiny Skorgler. Bier-Benny beim Lucky Trade, 100% Lucky Heatran bekommen, auf 4044, da geht noch was. Glückwunsch dafür auch, Brainy, 100% Gladiantri, gebrütet natürlich, 100er Leufeo, Schnitzelmann, Raider Mittwoch, Shiny Krypto Quapo, nimmt man mit, Bobamo hier noch, der Arme, das Bild kennt man glaube ich auch schon ein paar Mal, da nimmt er einfach da die Frau weg, krass. Und Bobamo, ein neues Shundo, nämlich Shundo Voltoball. Auch sehr brutal, auch Nürnberg, Bayern. Und der haut ja hier die Dinger raus. Der Fernraid hat sich aber wirklich gelohnt. Er hat also wurde eingeladen aus West Wyoming, Pennsylvania, wenn das vielleicht so heißt. PA, Vereinigte Staaten, und hat ein 100% Shiny Aerodactyl bekommen, was er dann zum Mega 100% Shiny Aerodactyl gemacht hat. Krass. Random Tausch mit dem kleinen Account. Bam. Shiny getauscht. 100% geworden. Also er hat es mit seinen Shundos, wie man sieht. Wie aus dem Ei. Patcher Boy hier. 100% Lavita. Noch dazu Geitsch hier mit einem Shiny Weberak. Auch Shiny Voltoball. Der Natu-Sekt. Erste Raid mit der besonderen Event-Attacke. Direkt Shiny abgehakt. Da ich dies goldene Eule vor der Pokémon Go Tour Johto bekomme, hätte ich nicht mitgerechnet, habe mich richtig gefreut. Shiny Hut hier mitbekommen beim Natu-Sekt. Und nochmal Natu-Sekt mit dem Shiny Funifras. Dieses Shiny damals bei der Einführung beim Pokémon Go Fest 2020 nicht bekommen. Seitdem habe ich das Shiny ohne Ende gejagt, weil ich es unbedingt haben wollte. Weil ich finde, dass das eins mit der genialsten Shinies ist. Ist ja auch ein regionales, von daher habe ich mich nochmal um einiges mehr gefreut, als ich das bekommen habe. Das waren jetzt die Highlights der Woche. Wir haben jetzt noch den Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal auch von Selal. Und zwar hat mich dieses Bild total gefesselt und ich habe gedacht, oh mein Gott. Das finde ich richtig krass. Das wird auf den ersten Blick die Leute jetzt gar nicht so triggern. Die denken, ja gut, ist ein 100er Bisaflor. Hast du doch schon gehabt jetzt in der Sendung 100 Mal. Ja, es ist aus einem Tausch entstanden, weil es halt Lucky ist. Aber ein Lucky 100er Bisaflor ist doch jetzt nicht die Welt. Was ist denn mit dem Ilza? Was ist mit den ganzen 100er Kryptos? Die sind noch viel krasser. Aber guckt euch mal das Fell an. Ja, guckt euch das Fell an. Das hat Fell. Also es ist ein Klon-Pokémon. Es ist ein Klon Bisaflor, deswegen hat es auch diese besondere Musterung und ich kann wetten, 90% der Zuschauer, die dieses Video sehen, die haben gar kein Klon-Pokémon, die haben, als es die Klon-Pokémon gab, gar nicht gespielt oder die haben vielleicht ein einziges und wenn, dann haben die ein schlechtes, aber die haben kein
100% Lucky Klon Pokémon. Denn die sind selten, die gab es ganz kurze Zeit. Man konnte die sich holen, die Leute haben nicht so viel und die wollen die natürlich behalten. Wer tauscht das schon freiwillig weg? Und wenn du es tauscht, dann vielleicht mal eins oder zwei. Und dass du da bei einem Tausch direkt ein 100% Lucky Klon Pokémon bekommst, finde ich auf jeden Fall eine richtig krasse Sache. Deshalb Schocker der Woche von Zellal, dieses geklonte Lucky, also Hundo? Lundo, ein Lundo, ein Lucky 100%, dieses Lundo, eigentlich müsste es dann ein Klundo sein, weil noch Klon vorne dran steht, also dieses Klundo Bisaflor ist der Schocker der Woche, ansonsten war es das eigentlich von meiner Seite aus, wir sehen uns heute Abend 18 Uhr wieder, ich warte auf eure Einladungen, ne? Wenn ihr mit mir befreundet seid und unterwegs seid und raidet, ladet eigentlich für Rigi Rock, nehmt am besten ein bisschen Stahl-Pokémon mit, Metagross, knall da drauf oder halt Kampf-Pokémon oder halt Pflanze oder halt Wasser oder halt, es ist egal, was ihr nehmt wahrscheinlich, nehmt Regirock und kämpft gegen Regirock selber. Ansonsten Peace out, Vorhaut, das war's von meiner Seite aus, euer Ramses.